So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Rush Vengeance. Wir haben beim letzten Mal Yokul, die Mutter der Lindwürmer, besiegt und haben hiermit den Zugang hier runter ins Königreich von Linirea freigeschaltet. Und ja, da machen wir doch jetzt am besten mal weiter. Ich will meine Helden auf jeden Fall ein bisschen weiter hochleveln. Wir machen... Burnflesh! Erstmal mit dir hier. Passt auch so ein bisschen, da wir jetzt ins Königreich gehen, also in den ersten Teil, da sind die Orks ja eine der ersten Gegner. Von daher... habe ich sonst noch irgendwas? Nee, ich habe keine Punkte mehr. Also Guss. Othil Farmland. Gut gemacht. Wirklich gut. Spürst du das? Spürst du die Ruhe vor dem Sturm? Othil hat noch keine Ahnung, was kommt. Wir aber schon. Die Stadt wird ein anständiges Lager abgeben. Das ist unsere Chance. Ergreif sie! Na gut, werden wir es doch mal versuchen, auch wenn es nicht so wirklich wie eine Stadt aussieht. Oh. Die Schatten sind effektiv gegen schwer gepanzerte Feinde. Hallo, Herr Farmer. Was passiert, wenn du siehst, wie ich deine Schafe in die Luft bringe? Are you not entertained? Strength and honor! Joe Jenkins. Oh mein Gott! 1008! Willst du mich verarschen? Old Man Jenkins, meine Güte, der ist ja richtig stark. It's not What the fuck ist das hier? Mist. Das ist ein geiles Easter Egg. Das ist ein geiles Easter Egg, okay. Ja, wenn ich das mit denen da unten mache, ist es ihm egal. Okay, nur wenn er es direkt mitkriegt. Was ist mit dir da? Ach, egal. Wir müssen nur da hinten verteidigen. Das hätte ich vielleicht als erstes mal schauen können. Was brauchen wir denn? Willst du Hunger auf Hirn haben? That's bad. Ach, wahrscheinlich muss erst... Ah, da. Okay, okay. Ranzig. Toller Name, ernsthaft. Running high! So, so. Burn, burn! Who let the dogs out? Ich noch ein bisschen stärker. Fußsoldat und Rekrut. Fight fire with fire. Strength and honor. Also gut, dann legen wir doch mal los. Fußsoldat. Neue Soldaten aus dem Königreich Linirea. Begierig darauf zu zeigen, was sie für ihren König tun können. Mittlerer Schaden. Ja, wenn ich die hab, machen die 2 bis 3 Schaden, aber hier machen sie 13 bis 19. Das ist ein bisschen Bullshit, sag ich doch mal. So. Farmer Jenkins, dich werden wir jetzt auf jeden Fall versichten. Oh. Fußsoldat. Erfahrene Soldaten, ausgerüstet mit einem vollständigen Rüstungssatz und viel Erfahrung. Das Rückgrat von Linireas Armee. Mittlerer Schaden, mittlere Rüstung. Are you not entertained?
So, ganz kurz ein bisschen Leben zurückgewinnen. Und jetzt machst du bitte den guten Jenkins hier kaputt. Ernsthaft? Tötet Jerry Jenkins Bruder. Okay. Ich habe zwar keine genaue Ahnung, wer Jerry Jenkins ist, das sagt mir jetzt gerade echt nichts. Ich kenne nur Old Man Jenkins aus SpongeBob, muss ich gerade irgendwie dran denken. Light my fire. Great. Die Zombies mal ein kleines bisschen stärker. Yeah, helft mal da. Wachhund! Ach du meine Güte. Da bin ich ja mal gespannt. Hunde hören sich immer problematisch an. Ja, das sehen sie auch aus. Schnell mittlere Magieresistenz. Wachhund! Hunde, die darin trainiert sind, der Armee auf dem Schlachtfeld beizustehen. Schnelle und wilde Tiere, die ihre Feinde in Stücke reißen. Are you not entertained? Mittlere Magieresistenz mit einem Punkt? Das ist für mich kein mittlere. Das ist für mich geringe. Let's make some kebabs. Hier müsst ihr helfen. Ja, bis jetzt scheint meine Idee, hier hauptsächlich den Schaden zu konzentrieren, nicht schlecht gewesen zu sein. So. Sehr schön. Euch noch ein kleines bisschen stärker. Kannst den hier gerne noch ein bisschen aufs Maul hauen. Also dieser Doppelangriff macht tatsächlich relativ viel Schaden, das muss ich zugeben. Und das hier ist auch enorm sinnvoll. Oh, jetzt kommen da noch Leute. Okay. Bauern. Kann ich das Ding da kaputt machen? Das war jetzt eigentlich so nicht gewollt, aber okay. Aber die Tatsache, dass die Bauern tatsächlich alle unterschiedlich aussehen, ist gern gesehen. Das zeigt, dass das tatsächlich einfach nur Kollegen mit nicht gerade einer einheitlichen Angriffsstrategie sind. Okay, machen wir doch direkt mal weiter. Oh, was sind denn das hier? Truppenhauptmann, Elitesoldaten, die geschickt und tapfer kämpfen. Sie übernehmen üblicherweise das Training der Rekruten. Mittlerer Schaden und befördert Rekruten. Oh, ich nehme mal an, das heißt, dass die Rekruten... Genau. Aus den Rekruten werden Fußsoldaten. Okay. Es ist gut zu wissen, dass wir tatsächlich etwas haben, was schwache Gegner stärker macht. Burn, burn, burn. Hatten der 2 und einigermaßen viel Leben haben sie dazu auch noch. Los, komm, den kannst du mal noch kaputt machen und dann kurz aus dem direkten Umfeld rausnehmen. Euch mal ein bisschen stärker. Truppenhauptmann. Das ist ja mal ein komischer Beförderungsschrei, muss man zugeben. Das kriege ich nicht mal richtig hin. Aber was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Musik hier quasi so ein bisschen eine Anspielung auf den ersten Teil ist. Man hört definitiv die Melodie des ersten Teils raus. Was zum Henker?
Moment. Dem muss ich aber tatsächlich was in den Weg. Komm schon. Ich will sehen, wie der mit seinem Hühnchen draufhaut. Das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Ja doch, der kämpft tatsächlich mit einem Hühnchen. Also wenn das dein Ernst ist, König Denas, dann darfst du dich aber nicht wundern, wenn ich dich einfach überrenne, weil das ist ja mal armselig. So, den da mal bitte noch fertig. Das hier. Gehst mal mit da oben. Ich frag mich ja echt, woher du diese ganzen Rüstungen hernimmst, um die da zu befördern. So, machen wir euch mal ein kleines bisschen stärker. Hier, da so ein bisschen. Bis jetzt waren noch keine Flieger dabei. Ich weiß nicht, ob ich das als positiv werten soll. Jetzt musst du erstmal. Jetzt kommen Flieger und die heißen Jagdadler. Okay. Ich meine, Falknerei gab es ja tatsächlich. Daher ist das jetzt nicht so weit hergeholt. Dann sollten wir hier auf jeden Fall mal noch. Machen wir die hier hin. Erstmal gegen die da. Oh, da kommen sie. Okay. Jagdadler. Schnelle Jäger, die über das Schlachtfeld fliegen und strategisch Ziele im hinteren Feindbereich angreifen. Moment, die können angreifen? Nein, können sie nicht. Erreiche Level 10 mit Veruk. Okay. Oh, was haben wir denn da? Einen großen Bauer. Das war knapp. Okay. So, sehr schön. Wollen wir euch mal so ein kleines bisschen nach oben. Und dann will ich natürlich meine Zombies auch mal ein bisschen hochrüsten. Einfach um zu schauen, was die noch alles drauf haben. Herok Level 10. Ist doch nicht schlecht. Den da mal noch ein bisschen aufs Maul. Machen wir dich da vorne hin. Pflanzen schlecht. Ach, das ist eine Anspielung auf Plants vs. Zombies. Okay, hab's verstanden. Gott, dass ich so lange gebraucht habe, um zu kapieren, dass es eine Anspielung auf Plants vs. Zombies ist. Dabei habe ich den ersten Teil von Plants vs. Zombies tatsächlich gespielt. Zack. So, dann gehst du mal dahin. Gehst ein bisschen nach hinten. Ich weiß nicht, kann der Flugeinheiten angreifen? Ich sollte sie eigentlich gleich sehen.
Ja, kann er. Okay, sehr schön. Das ist natürlich immer gut zu wissen. Join us. Alle paar Sekunden explodiert der nächste Zombie beim Tod und fügt Feinden Schaden zu. Sie könnten anscheinend reich voller geifernder Hände. Feinde, die ihnen passieren, werden verlangsamt. Verbessert deine Zombies und macht sie stärker. Haben die da einen Fuß an ihrem Arm? Die haben da einen Fuß an ihrem Arm. Was? Hä? Das sieht ja mal seltsam aus. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür das genau da sein soll, aber ich nehm's. Stärker. Und du kommst natürlich auch mal wieder mitten in den Kampf rein. Es bringt ja nichts, wenn ich dich nichts machen lasse. Ach, das sind ihre Waffen. Sie hauen mit Beinen von anderen Zombies einfach drauf. Okay, okay, hab's verstanden. Und natürlich muss hier auch ein bisschen Repräsentation bei den Bauern sein. Verstehe nicht ganz, warum der nicht irgendeine Waffe trägt. So groß wie der ist, könnte ich mir vorstellen, dass der ziemlich gut draufhauen könnte. Aber nein, er geht ohne Waffe in den Kampf. Würde ich zwar als strategisch unklug bezeichnen, aber ich nehm's. Es macht nur meine Aufgabe ein bisschen einfacher. Aber diese Knochenschwinger gefallen mir ziemlich gut. Die wirken für mich wirklich enorm stark dafür, dass die so wenig Geld kosten. Wobei ich den hilfreichen Tipp bekommen habe, dass die Knochenschwinger tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen per RNG ihre Ziele auswählen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt, aber die Quelle, die mir das gesagt hat, ist sehr vertrauens... Also dieser Quelle, die mir das gesagt hat, der vertraue ich auf jeden Fall. Wenn die mir sowas sagt, dann glaube ich das auf jeden Fall. Das hier ein bisschen stärker. Hauen wir da mal das hier rein. Euch hier. Hier geht auch mal noch rein. Okay, also ich merke schon, irgendeine Form von Flächenschaden ist quasi fast notwendig. Ansonsten kommen da einfach zu viele Gegner. Dich noch ein bisschen stärker. Find's echt krass. Wo hast du diese ganzen Rüstungen her, die du an deine Leute verteilen kannst? Und warum gibst du denen die nicht deinen Leuten, bevor sie in den Kampf gehen? Ist irgendwo nicht ganz gut durchdacht, oder? So. Angetriebenes Bike ab, das eine zusätzliche Reichweite hat. So, ihr helft da, ihr geht vor. Das hier. Oh, sind das viele Hauptmänner. Und du musst jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Oh, das hier wird dieses Fahrrad gewesen sein. Witness me. Okay.
nächsten. Back to your eternal agony. Bauer. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bauern auch unterschiedliche Stats haben. Ja, der hier ist tatsächlich deutlich stärker als die ganzen anderen Bauern. Okay, gut zu wissen. So, dieser Garten mit den Händen ist wahrscheinlich keine so schlechte Idee, das auch immer so ein bisschen zum Anfang des Levels zu machen, um Gegner zu verlangsamen. Eternal Agony. From fire we ein bisschen stärker. Euch noch ein bisschen stärker. Meine Güte. Also solche Mengen an Soldaten habe ich bisher in den anderen Spielen nicht wirklich gesehen. Das wirkt tatsächlich so mehr, sage ich jetzt einfach mal. Wahre Stärke ist ein Kettensägenschwert. Was du als wahre Stärke definierst, sag ich Kettensägenschwert oder Kettenschwert. Aber es ist eine coole Art und Weise, Gegner insta zu insta-killen. Yeah! Aber um ehrlich zu sein, fand ich den Level jetzt nicht gerade sehr schwer. Da habe ich mit anderen Leveln oben im Eisgebiet deutlich mehr Probleme gehabt. Oh, Elite Störenfried. Oh, und ich krieg tatsächlich jetzt 6 Punkte? Okay, euch will ich mir mal anschauen. Elite Störenfriede, ein Duo Elite Zwielichtkrieger, ob Bogen oder Schwert, das Ergebnis ist dasselbe, der Feind ist nur gemetzelt. Ah, also sind das so eine Art Soldaten, die sowohl Luft als auch Boden angreifen können, wie die Elfen im Origins. Das hört sich nicht schlecht an. Wir sehen hier, wenn Verstärkung auf das Feld gerufen wird, besteht jetzt die kleine Chance, dass auch ein Grubenfürst heraufbeschworen wird. Den will ich auf jeden Fall irgendwann mal noch sehen. Das wäre cool. Du kriegst das. Und wer fehlt denn jetzt noch auf Level 10? Margosa. Ach, nehmen wir Yigu nochmal. Ja, schön, Winter kommt. Ich meine, du kommst ja davon, Winter. Den kannst du gerne mit nach da runterbringen. Aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Winter haben... Da... Oh! Haha! Oh mein Gott. Ist das tatsächlich einfach nur sein abgehackter Kopf oder war der da drin eingefroren und lebt noch? Ich könnte mir gerade beides vorstellen, auch wenn beides ziemlich makaber ist. Es geht mit Eishexen direkt los. Ach du meine Fresse. Halt, Moment. Jetzt will ich ja meine neuen Türme schon verwenden und dann rüste ich sie nicht aus. Die haben Leben und Schaden? Keine wirkliche Rüstung. Ach, versuchen wir es mal. Ours is your last breath. So hot right now. Dich noch gegen das hier ausrüsten. Und dann können wir loslegen.
Doch, der ist da auf jeden Fall drin eingefroren, oder? Oh, 5 bis 7 gleich beim Level 1. Das ist aber mehr als die meisten anderen. Okay. Eishexe. Who let the dogs out? Okay, mal sehen. Plants bad. Das finde ich immer noch geil. Pflanzen böse. Hell's Kitchen. Bow and blade. Swift as a coursing river. Meine ich das nur, oder ist eure Hautfarbe deutlich heller geworden? Beziehungsweise... Das war ja beim letzten Mal enorm grau. Too slow. Und jetzt seht ihr ein bisschen eher aus wie die Elfen, die ich aus Origins kenne. Ihr seht... weiß nicht so recht. Bow and blade. Swift as a coursing river. Too slow. Aber die haben keine Rüstung. Bow and blade. Okay. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Smell the ashes, Drogon. Prepare for the ice age. Na gut, legen wir doch mal los. Winter. Du gehst am besten mal dahin. Boah, Eishexen können einfrieren. Echt jetzt? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Let's make some kebabs. Prepare for the ice age. Let it snow. Mein Yeti kann auch einfrieren, von daher. Who let the dogs out? Oh Mist, du wolltest gerade was werfen, ne? Vielleicht hätte ich dich das machen lassen. Oh, da haben wir ihn ja. Grubenfürst. Das ist der Dämon, den, Es müsste doch der Dämon sein, den Vesnan in, Origins beschwören hat. Zumindest hat er das gleiche Modell. So, du hast den da nochmal. Wow. Der kann Feuerbälle werfen? Das ist ja mal cool. Beziehungsweise nicht cool, sondern eher heiß. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mist. Los, hau den da mal ordentlich aufs Maul. Oh mein Gott. So. Komm schon, bitte schön draufhauen, okay? Komm schon, draufhauen! Oh komm! Ach, die sterben zu schnell, die sterben zu schnell. Auf die kann ich mich so nicht verlassen. Okay, einen Versuch mache ich noch. Ansonsten wird der Teil wieder so übertrieben lang, wenn ich es zu häufig versuche. Bow and blade. Dead. Swift as a coursing river. Okay, dann machen wir das Ding hier hin.
smell the ashes. Too slow. Du fängst da oben wieder bei den Hexen an. Euch machen wir gleich ein bisschen stärker. Swift as a coursing river. Too slow. Sind das hier Anspielungen auf Mulan? Also den Song Be a Man aus Mulan, was ihr da macht? Bow and Blade, swift as a coursing river. Ja, das ist eindeutig aus Be a Man von Mulan, da bin ich mir sicher. No. Any last words? Winter is coming. Gott. Also dieser Grubenfürst ist ja mal cool. Ja, ein bisschen mehr Leben. Aber er haut im Nahkampf mit einem Feuerschwert drauf und schmeißt Feuerbälle. Das ist nicht schlecht. Slowcon, prepare for the ice age. Let's make some kebabs. Okay, ich sollte allerdings auch eine Form von magischen Schaden hier haben. Ich habe ja gemerkt, da kommen nachher auch noch diese Nanok-Kampfbären. Also diese Fähigkeit wirkt schon ziemlich stark, wenn er das so lange macht. Too slow. Bow and blade. Vielleicht nicht direkt immer in den Nahkampf gehen. Aber ich kann es ja leider nicht bestimmen, wo die Zombies spawnen. With all the force of a great typhoon. Ja, das ist eindeutig aus, ja, Beer Man von Mulan. Da bin ich mir absolut sicher. Oh, schon tot. Light my fire. Bitte vernichten. Oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Zombies ein bisschen stärker machen. Und schon wieder kommt da alles durch. Hey, hey, hey. Okay, ich merke, ihr seid nicht wirklich da, um irgendetwas tatsächlich zurückzuhalten. Ihr seid eher so ein bisschen da, um Schaden zu machen, könnte ich mir mal vorstellen. Angriff, wenn sie dem Nahkampf eines Feindes ausgewichen sind. Schießt rasant mehrere Pfeile. Störenfriede sterben beschneidet die Chance, dass sie durchdrehen. Okay. Das hier ist so ein bisschen irreführend. Ich meine, ja, okay, viel Leben haben sie wahrscheinlich schon, aber wenn sie halt absolut gar keine Rüstung haben, dann sterben die viel zu schnell. Dann sterben die viel zu schnell, als dass die irgendwas tatsächlich bewirken. Ich glaube, die sind eher so eine Art Ergänzung zu den normalen Soldaten gedacht. Und wenn meine normalen Soldaten nur die Zombies sind, nee, nee, nee. Das kann nicht richtig funktionieren. Na gut, aber dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle mal einen Cut. Wir sind ein bisschen weitergekommen zumindest. Das war's für heute mit Kingdom Rush Vengeance. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.